Herzlich willkommen zu der weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir ernten immer noch Raps auf Feld Nummer 14, Weizen auf Feld 15 und die erste auf Feld Nummer 2. Später soll die gekalkt werden, ob ich jetzt so anfange, weiß ich auch nicht genau. Das ist schon mal vorbereitet. Das ist das Play. Das ist ja hier hinter. Gelber neuen Namen. Ja, Raps ist fast fertig. Dann geht los. Dann werden wir den hier entsprechend rüberfahren zum Feld Nummer 12. Kurz reparieren. Und dann geht da am Verband arbeiten für drei Maschinen. Okay, wir werden drei immer nehmen. Wir haben drei. Versuchen wir mit drei, ne? Zwei auf jeden Fall, aber drei mal sehen. Wahrscheinlich nur drei nehmen. Und den fahren wir dann mal sehen, manuell ab. Und werden dann entsprechend den Führungskurs vorher noch einfahren. Mit Autoreif kenne ich mir noch nicht so aus. Macht halt mal keine Experimente, sagen wir so. So, nächstes voll. Ah, sieht wohl so aus, dass zwei hier wenn wir freikriegen. Drescher-mäßig. Müsste hier mit klarkommen normalerweise. Müsste. Und dann ist der Lexikon frei und der ein Glas. Dann können wir ja vorne loslegen. Ja, das ist Folge Nummer 2 für Dienstag. Nicht vergessen. Morgen ist Heiligabend. Wenn ich mich da jetzt nicht irre, also es kann natürlich sein, dass ich jetzt irre und das verschiebe, vertauscht habe, aber ich glaube schon. Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag. Nee, Dienstag ist Heiligabend. Hey, heute ist Heiligabend. Mensch, heute. Na, denn wird immer schöne Bescherung, ne? Und falls ihr Weihnachten nicht reinschaut, auch eine frohe Weihnacht, ne? Ja, ich bin da ein bisschen vom Datum her. Bin noch nicht so weit. War in der richtigen Position, wollte ein bisschen noch ein bisschen gegenlenken. Von außen. So. Hauptsache, das macht hier fleißig leer. Und dann ist er hier mit durch. Der fährt und der fährt auch. Letzte Bahn. Dann ist er hier auch fertig. Und dann können wir hier beide Fälle kalken. Können, müssen wir. Die Ernte ist mir eigentlich wichtiger. Weil die Aussaat hat noch Zeit, sagen wir so. Wir haben erst spät im Sommer, mindestens im Herbst, ne, die Aussaat erfolgt, geht auch. Ein Tag Sommer ist noch. Also keine Panik. Zu früh aussehen ist sowieso nicht gut. Soll man nicht. Wettermäßig ist auch top. Wie gesagt, die Aussaat kann man schon machen. Aber im Herbst normalerweise sind diese 6 Tage im Herbst. Im Winter, das ist hier mein Augen ganz vorsichtig Blödsinn. Blödsinn deswegen, es könnte sein, dass es man jetzt hier aussehen würde, dass es dann auch erntereif wäre. Es könnte sein, aber ich bezweifle das mal, dass es funktioniert. Das ist von rechnerisch gesehen im Winter nicht möglich, weil auch
auch das nicht trocken wird, das kommt ja auch noch hinzu. Das ist ja gar nicht erntefähig. Ne? Man müsste dann eine Trockenanlage haben. Die Erträge wären dann extrem schlecht, wenn man bei Nachtzustand ernten würde. Gezwungen wäre das zu ernten. Nee. Also Erntezeit ist dann für Getreide Juni. Geht's los im Normalfall. Und wenn es jetzt mal schlecht läuft, geht es im Juli rein. Wegen Wetter und so, wegen Regen. Aber ansonsten. Ansonsten wird das immer im Juli begonnen und dann wird abgeschlossen. Ganz zum Schluss, ne, das Körnermais dran nachher. Da wird ziemlich lange gewartet, bis es trocken kommt auf dem Feld. Im September, Oktober den Dreh machen wir das meistens. Wie gesagt, Körnermais. Bei Silage ist das nicht so wichtig. Da sind sie auch flexibel, aber wie gesagt, die Ernte, Getreide und Raps, Raps spätestens im August, also aller spätestens. Und Raps, sagt man so allgemein, ist das nicht ganz so schlimm, weil die Hülse ist ja zu, also, wo der Raps drin ist. Bei Getreide ist es wichtiger, dass er zuerst gemacht wird, damit halt die Frucht kein Schaden in Anführungszeichen. Ist hier gerade was? Hier ist was nicht ganz sauber. Ein bisschen Gas geben, ne? Ja. Das ist jetzt typische. Ist mal schon ganz außen. Und dann, wie gesagt, für sowas sind die nicht programmiert. Freie Felder wollte ich haben. Da schieben die doch glatt welche im Traktor weg. In meinen wertvollen Schneidwerk. Also, wenn der kaputt ist, kein Wunder, ne? Ich sag mal, künstliche Intelligenz. Und das sollen wir, die wollen wir Waffentechnik machen. Also die einfach entscheiden, schieße oder schieße nicht, ne? Das ist eh schon ein Witz, dass sowas gibt. Aber also, kann man doch nicht machen. Das müssen wir auch ausgerottet werden, wo es herkommt, ne? So, können wir gleich wieder einstellen. Ich kann ja weiterarbeiten. Und nicht hier jemand umrempeln hier. So. Jetzt auch wieder her. Ist das gar nicht. Und dann ist der fertig. Gut, dann können wir den mal gleich einsetzen. Der ist fertig. Wie ist der Schaden? Na, dann können wir gleich mal die Ecke mitnehmen. Und dann können wir mit der Strohende beginnen. Aber nicht kurz gespeichert. Ich glaube schon. Also gucken wir mal. Ich wollte eigentlich das Gras. Ernte Feld 2. Ja. Das ist gespeichert. Wir sind nur den anderen Feld noch machen. Den die 15. Ist auch denn, nicht ganz so wichtig ist es ja nicht, aber macht sie ja besser, ne?
Kale kommt ja alles der Dings rein, ja, fast alles in Richtung Pellersrud. Geht zwar nicht alles rein, denke ich mal, aber Rest in der Lage halt. Aber da müssen wir noch lange hin, bis das Stroh soweit ist. Erst müssen wir hier mal anfangen mit der Erde, ne? So. Können wir schon mal vorne ausklappen, was im Original so nicht vorgesehen ist, muss man dazu sagen. Ne? Das ist vorne ein Drescher vom Mod, an sich von einem, glaube ich, von einem Käse. Breitweg. Könnten wir eigentlich vorstellen, dass es so nicht funktionieren würde. Halt unterschiedliche Marken, unterschiedliche Verbindungen, sagen wir so. Nicht aus. Und können wir in der Richtung Feld Nummer Dings fahren. Reparieren brauchen wir Vertragsmusik gesagt nicht. Das ist eine Open Blödsinn. Sollte die 12 gut machen, schaffen. Und dann wird näher zum Schluss alles gewartet und repariert und dann entsprechend weggestellt. Schneidwerk in der Halle, die Drescher kommen jetzt in die geschlossene Halle, also in die, ne? Der Gras ist auch schon gewachsen hier vorne. Das andere wird sich alles nach und nach ergeben. Machen wir das Wichtigste zuerst, das Getreide, und dann nachher machen wir nachher das Gras. Und dann kommt nachher noch nebenbei Stroh. Und dann beginnen wir noch mit Mais. Mais ist auch nicht so wichtig, das ist noch am Wachsen. Wir haben so einen Verband gefahren. Kleinere Geräte, überlegt, was wir heute für eine Arbeitsbreite haben. Das war ja früher bei 6 oder 5 Meter oder so. Das war schon viel, denke ich mal, so grob geschätzt. Weißt du, als Kind mitbekommen habe, ne? Es war aber ein Ereignis, wenn die jetzt gekommen sind und haben dann die Felder gedroschen. Das war dann richtig hochinteressant für uns. Ich kann mich erinnern, war an der Straße, war so ein Geländer gewesen. Da haben wir es mal angelegt und haben uns zugeschaut, wie die gedroschen haben. Da ist der Trikale, da fällt nur 12. Ich komm gleich rum, da. Wird eng. Das wird eng, wenn wir den gleich Umweg fahren. Festfahren wollte ich mir nicht gleich. Ja, hier machen wir eine kleine Kurve. Das können wir gerade ausfahren. Ja, da sprecht uns die auch. So, da sind wir. Ja. Hier ist voll. Und dann können wir gleich wieder leer machen. Ja. Wir müssen eine kurze Pause machen. Auch noch eine Pause und dann geht es wieder weiter. So. Das soll gut funktionieren normalerweise. Ein bisschen mehr nach links fahren. Die Brüder sind schon sauber. So, das ist fertig, das ist fertig. Können wir dann am nächsten auch noch gleich fahren. Und heute mal wieder sportlich unterwegs heute. Oh,
gucken. Oh, weg ist er. So. Einmal gleich aushängen und Richtung Feld fahren. Der erste hier auch, das ist wichtig. So, ist so, geht los. Ja, hochladen muss ich heute noch alles. Wichtig heute. 6 Folgen von der von Thüringen. Was ich normalerweise erst morgen aufnehmen würde. Aber das habe ich ein paar mehr gemacht. Auch im Nachhinein. Ja, so ist das immer abgesichert, ne? Zwischen Weihnachten und na, Neujahr noch nicht, aber halt bis nächste Woche halt. Auch für Freitag, dass ich zurückkomme, heil und munter. Und dann werde ich spätestens Samstag die nächsten Folgen für Turing machen und dann auch ein paar für die Marsch. Und dann ist da ein geregelter Ablauf gesichert. So, liebe Zuschauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke mal fürs Reinschauen. Seid mal Füße um den Winkel. Und ich wünsche euch einen fleißigen Weihnachtsmann. Im Süden ist eher der Engel, oder wie heißt hier, das Christkind. Kann man auch wünschen. Wo halt Tradition ist, Tradition. Ja, dann seid mal vorbei, bis zum nächsten Mal. Morgen, ersten Feiertag. Tschüss.